30 Minuten heute mit Jan Löchel direkt aus meinem kleinen Studio in Münster. Schön, dass du da bist, Jan. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Wir starten wie immer bei den 30 Minuten mit drei Standardfragen. Deinen Namen habe ich ja schon geklärt, Jan Löchel. Sehr gut. Aus Münster übrigens auch. Aus Münster. Kurze Anreise gehabt. Alter? Oh, ehrlich, ne? Ehrliche Frage, ehrliche Antwort, ne? Ja, 44. Mal. 44. Schnapszahl. Das heißt, du bist von 74 bist du. Richtig. Schon mal gut, schnell ausgerechnet. Nee, ja. Hab ich gar nicht. Er hat es gerade verraten. Weil, diese wunderschöne Gitarre nämlich auch von 1974 ist, die hier gerade hinter uns steht. Was war deine erste Single oder deine erste LP, die du dir gekauft hast? Ah, ich weiß es. Meine erste Single war, ich komme nicht auf den Namen der Band. One Night in Bangkok war das. One Night in Bangkok. Ah, das war hier Elton John und sein Ensemble, ne? Nein. Es waren noch nicht die Stones, es waren auch nicht die One Night in Bangkok. Gab es da einen Bandnamen? Das war ja nicht ABBA, ne? Nein. Das war so ein neues heißes Thema aus England, das wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wir könnten ja mal googeln, ob es. Das war aus dem Musical Chess, geschrieben von Benny und Björn von ABBA. Wirklich? Ja. One Night in Bangkok, das war ein... Das ist krass. Ja. Ich hätte gedacht, das wäre jetzt eher so ein One-Night-Stand. Ganz im Gegenteil, das war das erste dicke Ding, was Björn und Benny nach ABBA gemacht haben. Die haben Chess geschrieben, das Musical. Ja, ja. Und da ist One Night in Bangkok. Ist es wahr? Ja. Gut. Das war dein erstes Jahr. Habe ich mich auf jeden Fall jetzt geoutet. Genau, das war ein Riesenhit damals. Muss ja, 84, 85 gewesen sein tatsächlich. Im Rahmen meiner ersten Klassenfahrt damals in der 4. Klasse nach St. Peter-Ording lief das dort in der Jugendherbergsdisco. Okay. So dass ich weiß nicht, ob es vorher schon hatte oder spätestens nach der Klassenfahrt musste ich diese Single haben. Ich habe sie gekauft in Bad Segeberg, dort wohnte ich damals mit meiner Mutter zusammen im Magnet. Das ist sowas wie Marktkauf. Das heißt, wo es nicht nur Radieschen und Brot gibt, sondern auch. Heute gibt es da keine CDs. Platten mehr, aber damals gab es da auch noch Platten. Das heißt, du bist ein Nordlicht? Ja, nicht wirklich. Also ich bin in Münster geboren und wir sind dann beruflich bedingt durch meine Eltern nach Bad Segeberg gezogen. Dann aber auch beruflich bedingt wieder zurück nach Münster. Okay. Ich habe aber die Zeit zwischen 5 und 13 habe ich in Bad Segeberg verbracht und irgendwie hat mich das auch geprägt. Also ich bin schon Nordlicht, ja. Aber nicht gebürtig und jetzt auch nicht mehr. Aber du hast doch eine Affinität auch zu Dänemark, ne? Also, absolut. Wenn ich mich recht entsinne. Das ist ja vielleicht, hängt das ja miteinander zusammen. Die Nähe zum Meer muss auf jeden Fall eigentlich bei mir gegeben sein. Und da ist Münster jetzt nicht so die absolut beste Wahl. Aber es ist zumindest, das stimmt. Also Dänemark war natürlich auch ein gern genommenes Urlaubsziel. Wenn man in Bad Segeberg wohnte, musste man nur 300 Kilometer fahren. Ja, stimmt, ja. Und war schon in Dänemark und das habe ich dann weiter durchgezogen mit meiner Familie. Bin ich jetzt eigentlich dort, wo ich mit meinen Eltern früher auch warst du dann, spießig, ganz wann seid ihr umgezogen nach Münster? Zurückgezogen sind wir 87. Das heißt, du warst so 13, Entschuldigung. Genau. Das ist alles lange her. Hast du denn dann die Karl-May-Festspiele da in Bad Segeberg auch aktiv mitgestaltet, verfolgt? Du warst Winnetou. Ich war Winnetou, nee. Natürlich, das war Pflichtprogramm natürlich. Ja. Damals war ja dann wirklich Pierre Brice, der echte Winnetou, dann tatsächlich auch dort. Und wir standen als Kinder unten, durften abklatschen, wenn er dann mit seinem Pferd da entlang ritt. Ich war großer Winnetou-Fan, auch was die Filme angeht. Recht. Und die Naturbühne ist natürlich eine Sensation. Herrlich, ja, ne? Herrlich. Auch viele Konzerte gibt es ja da. Absolut, ich habe vor genau 2 Jahren dort gespielt. Als Vorgruppe Coming Home quasi. Von Fear in the Slaughterhouse durfte ich da spielen. Ja. Ich hatte mir das so gewünscht, ich habe die Band so genervt. Ich habe gesagt, pass auf, wenn ihr diese Open-Air-Tour macht, ich weiß, dass ihr in Bad Segeberg spielen werdet. Ich weiß auch, dass es wird ausverkauft sein, war es auch. Und ich durfte Vorgruppe machen, es war traumhaft. Also wirklich, das schloss sich für den echten Kreis. Also ja, das kann ich gut nachvollziehen. Krass. Sehr schön. Mhm. Also One Night in Bangkok. Das ist ja eher Synthi-getriebene, programmierte Musik damals. Ja. Also ob die damals programmiert war, schon weiß ich gar nicht. Aber schon sehr Sequenzer geprägt. Ich gehe mal davon aus. Ne? Absolut. Ja, also ich erinnere mich auch daran, dass ich diese Musik, dass ich das relativ lange so durchzog und ich zu handgemachter, zu Naturinstrumenten ein bisschen später kam. Also ich war zum Beispiel auch so mit 12, 13 dann. Wobei, ich muss sagen, wollen wir direkt zu meinem ersten Album kommen? Wir sind frei, wir sind ja nicht chronologisch. Weil du sagtest ja eben auch Album, weil da habe ich überlegt und es ist mir gerade eingefallen. Es war The Cure, okay. Das Album, wo Boys Don't Cry drauf ist. Ich weiß nicht, ob es The Cure einfach nur heißt oder ob es Boys Don't Cry heißt oder wie es genau heißt. Das könnten wir das mit diesem sehr charismatischen Cover. Ja. Und diesem wahnsinnig guten Song. So. Und das war das Album, das war ja schon eher
wavig, gitarrenmäßig. Aber ich, gitarrenmäßig, ne? Wave absolut. Ist ja eigentlich eher eine Synthie-Musik. Und genau. Er ist ja, Robert Smith ist ja eigentlich jemand, dem zugeschrieben wird, die Gitarre auch nochmal neu geprägt zu haben. Ne? Genau. Ich meine, das war natürlich auch der Flanger, den wir dann ja auch alle hatten. Dieser Bass Flanger, sagt man ja, dass er den auch benutzt. Okay. Der natürlich dann auch aus der Gitarre schnell, aus einem Single-Note-Lauf ja auch mal schnell einen Synthie-esken Ton machte. Nee, aber ich weiß, dass ich großer Depeche Mode-Fan war. Ich hatte auch alle Pet Shop Boys-Alben so mit 12, 13. Okay. Fällt mir alles so jetzt gerade ein. Habe ich lange nicht drüber nachgedacht. Ich glaube, das sind die 3 Jahre Unterschied zwischen uns beiden. Ich habe noch mehr Leichen im Keller. Also, das ist, ja, das haben wir doch alle. Aber in der Tat, ich fand immer, das waren große Songs so. Und ich glaube, ich habe damals da wahrscheinlich mit 12, 13 nicht so drauf geachtet, aber mich hat so große Songs, die haben mich da schon gecatcht. Und da muss man sagen, auch ob man es jetzt mag oder nicht, da haben Pet Shop Boys, Depeche Mode sowieso und auch selbst so damals so Bands wie Erasure und so, das waren schon große Melodien und irgendwas hat das mit mir gemacht. Bin ich jetzt heute auch nicht mehr so am Start, aber ich stehe. Bei Erasure, das war ja alles gut tanzbar und so weiter, aber genau. Depeche Mode, also wenn ich an Master and Servant denke, wenn ich das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, boah, was ist das denn? Ja. Was haben die da? Also das war wirklich große Bühne, die gebaut haben. Total, ne? Total. Also das war so diese Zeit damals, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, so dieses Peters Popshow. Das gab es immer einmal im Jahr in der Halle. Ja, weil das war doch der Wahnsinn, oder? Da habe ich mit meiner Cousine vom Fernseher gesessen und der Kassettenrekorder stand neben dem Fernseher. Richtig. Und hast du auch gemacht? Ich habe das gemacht, allerdings in dem Jahr, als Sandra mit Maria Magdalena rauskam. Da war ich auch dabei. Da war Chris Rea mit On the Beach war, glaube ich, dabei. Ja. Und es waren Yellow waren dabei mit The Race und das war schon ein ziemlich geiles Jahr. Ich weiß nur allerdings, müssen wir mal nachgucken, welches Jahr das gewesen ist. Ja, das war dann meine Standardkassette für den Urlaub. Schön in so einem drittklassigen Walkman mit diesen orangefarbenen Kopfhörern und dann hinten auf der Rücksitzbank. Ja. Naja, und das war kurz bevor wir zurückgezogen sind nach Münster und dann traten im Rahmen der Show eben Alphaville aus Münster. Aus Münster, Und ich wusste natürlich, okay, als ich zurück nach Münster zog, gab es erstmal nur Titus und Alphaville. Also nicht unbedingt musikalisch, aber ich musste rausfinden, ob die da immer noch irgendwo wohnen. Das heißt, du bist Skater eigentlich im Herzen? Ich wäre gerne Skater gewesen. Ich war mir nicht mutig. Ich kann dich aber beruhigen. Neulich ich hatte aber Skateboard-Klamotten. Ein Freund von mir hat neulich gesagt, Skateboardfahrer sind auch nur Trittbrettfahrer. Ja, ich hätte es gern gut gekonnt. Ich war nicht mutig genug. Ich fand diesen Lifestyle super und die Schuhe und die Shirts. Und meine Mutter fand das nicht so gut. Ich durfte immer mal irgendwie, wenn was reduziert war, durfte ich mal so einen Santa Cruz Pulli haben und vielleicht Chuck so... Airwalks habe ich nicht gekriegt. Aber gut, das ist... Irgendwann ist ja immer, ne? Verwunden. Sind ja trotzdem groß geworden. Ja, irgendwie haben wir es geschafft. Dein erstes Konzert, sind immer noch bei den 3 Fragen. Oh. Dein erstes Konzert, auf dem du gewesen bist, war das dann Peters Popshow? Nein. Da war ich dann noch, glaube ich, ein bisschen zu klein. Ich glaube, es war 88. Weißt du, 14, 15 muss gewesen. Es war, weiß ich auch noch ganz genau, mit meinem Vater zusammen in der Kreissporthalle in Minden, Marius. Damals hieß er schon Westernhagen. 88, oh, das war die große Tour damals, die Westernhagen-Tour, wo er sich gerade neu erfunden hatte. Ne? Wo er Westernhagen eigentlich genau hieß, meine ich. Das war das Album mit Sexy, Fertig, so diesen Mega-Hits, wo es dann in die Arenen ging und dann in die Stadien. Ja. So, aber das war halt noch Kreissporthalle Minden, da, wo meine ganze Verwandtschaft lebte und alle meine Cousinen waren alle mit. Und das war... wahnbrechendes Erlebnis, weil es war wirklich dieser Moment, wenn der Vorhang fällt und da stand er und ich war relativ nah dran und diese Band und ich hatte gerade irgendwie meine erste Akustikgitarre und war es um mich geschehen. Die Band war aber auch wirklich gut. Ja, das war wirklich eine Höllenband. Ich habe das Doppelalbum gehabt und weiß, dass ich alle Stücke mitspielen konnte auf der E-Gitarre, weil ich bin, wie gesagt, die 4 Jahre älter. Und unser Haus war gegenüber von einem Friedhof. Und immer wenn drüben die Friedhofglocke ging, dann habe ich das Fenster aufgemacht, den Amp aufgedreht und dann volle Lotte. Ich war kein netter Mensch, zumindest zu der Zeit. Aber das Westernhagen-Album war einfach wirklich eine Sensation damals. Das ist auch heute noch großartig. Total. Ich wollte es gerade sagen, es ist Zeit, da mal wieder reinzuhören. Ich muss sagen, das ist lange her, glaube ich.
Aber ich werde das nochmal... Ja gut, also sagen wir mal so, Freiheit könnte ich ausklammern. Ja. Das deutete schon an, wo es mit Marius dann heute irgendwo hingegangen ist. Irgendwie. Aber der Rest war schon großartig. Wobei, weißt du, ich war damals 14 und war, wir standen bei diesen Open Airs und das erste Mal ein Feuerzeug in die Luft halten. Ja. Und da war halt keine Handys. Richtig. und dann war da Freiheit und lass uns leben und so. Das, also ich weiß schon, dass das Hymnen prägend war. Echte Hymnen. Ja. Die, und das war ja auch so. Diese Songs haben jeden umarmt mitgenommen und wirklich nicht allein gelassen. Also das war schon toll. Ja. So, da hattest du damals also schon deine erste Akustikgitarre. Genau. War das dann Herausforderung für dich, zu sagen, okay, also du wirst sicherlich nicht gewusst haben, dass du irgendwann Musiker wirst, zumindest zu der Zeit schon, oder war das schon so ein Wunsch vielleicht? Ja, es war zumindest dieser Reiz da, den man schwer in Worte fassen kann, oder dieses dringende Bedürfnis, also so dieses so, ich würde alles dafür geben, wenn, es ging nicht nur darum, glaube ich, Gitarre zu spielen, ich war auch schon relativ früh infiziert von diesem Lebensgefühl. Ja. Also Lebensgefühl kann man sagen, ne? Also du hast ja schon ein Lifestyle, ist es schon. Lifestyle, mit, ne? Also so. dieses Gefühl von auf eine gewisse Art anders sein, auf eine gewisse Art etwas zu tun, wo die Leute einen vielleicht natürlich auch so ein bisschen so, guck mal, da. Mhm. Und ich glaube, das ist da passiert tatsächlich. Und das hatte mit Sicherheit mit meiner ersten Gitarre zu tun, mit dem Effekt, dass wenn man damit irgendwie was machte, die Leute. E-Gitarre übrigens oder Akustikgitarre? Akustikgitarre. So ganz Wandergitarre, Nylon-Seiten. Ja. Fand ich natürlich ganz schrecklich. Aber allein damals mit 14, als ich dann Pleck hatte und mit dem Pleck mal in diese Gitarre ein bisschen reingelangt habe, hatte ich ja schon das Gefühl, so, so die erste Stufe Rock ist das jetzt schon. Mal ein bisschen Posen üben. Genau. So, und dann, damals war das natürlich auch noch ein bisschen schwieriger. Also ich habe echt lange gespart. Dann gab es so die erste E-Gitarre, jetzt mit 15, 16. Genau, und dann, also eigentlich dieses Lebensgefühl-Ding, dieses Gefühl von, was würde ich dafür geben, wenn ich das so jeden Tag machen könnte, am besten natürlich davon leben. Und wenn sich das so durch mein Leben ziehen würde, was würde ich dafür geben? Also dieses Gefühl, kann ich sagen, ist da angefangen. Ja. Geboren worden. Ja. Ist das Gefühl, ich will Gitarrist sein, ich will generell Musiker sein? Oder ist es schon, du bist ja heute, ich sag mal, allumfassend Singer-Songwriter, zwar ein bisschen abgenutzter Begriff, aber, es stimmt, du singst deine Songs, also bist du ein singender Songwriter, sagen wir es mal so. Genau. War das damals schon, dass du Geschichten erzählen möchtest, Musik selber generieren möchtest oder dass du erstmal nur auf der Bühne stehen willst und rocken? Also ich hatte schon relativ, also dieses Rocken, ja auch. Ich hatte aber auch durch meinen Vater und auch durch den Bekanntenkreis, war ich so ein bisschen auch schnell in dieser Liedermacher, in diesem Liedermacher. Das heißt, die haben dir was mitgegeben. Da war schon auch Bob Dylan, Neil Young. Ja. Auch die Deutschen, auch mein Vater, Reinhard May, Hannes Wader, ja, Konstantin Wecker. Ja, ja. Das lief schon bei uns zu Hause. So. Und ich habe da auch gemerkt, dass dieses Gefühl mit so einer Gitarre quasi so was reißen zu können. Das hat mich immer wieder beflügelt, auch so, als es dann die erste Band gab und man stritt sich in der Band. So ganz klar, kennst du das ja, ne? Gitarrist, mach dich mal leise, ich höre mich nicht. Der übliche Wahnsinn, nee, wir müssen härter werden, nein, poppiger, nein, das. So, der übliche Wahnsinn. Dann hatte ich immer so dieses Gefühl, ach, wisst ihr was, Leute, ich kann ja theoretisch mich mit meiner Akustikgitarre irgendwo hinsetzen und kann halt so Bob Dylan-mäßig so mein Ding machen. Ja. So, das war immer so mein Rückzugsort, ist es wahrscheinlich bis heute so ein bisschen. Ist es ja auf jeden Fall. Und da, insofern gab es schon auch diese Seite, dass ich jetzt dieser Gitarristen-Rocker, das war ich glaube ich nie. Also es gab Zeiten, da habe ich mal mehr geübt, da konnte ich auch mal ein bisschen schnell spielen und so. Ich weiß nicht, so eine Ibanez, nicht, dass das nötig wäre oder so. So eine Ibanez-Gitarre mit so einem ganz dünnen Hals und so. Das habe ich mal so kurz gemacht. Aber war letztendlich, glaube ich, auch nur so ein bisschen, weil es alle machten. Ja. Mir war aber relativ schnell klar, dass ich da eh nichts reißen würde. Das würde nicht klappen. Und dann habe ich auch ein bisschen, dann war ich schnell wieder eher so der Barde, der... Aber also es hat dich nicht zur Rhythmusgitarre gebracht, so als Rhythmusgitarrist, sondern du bist schon auch derjenige, der vorne steht am Mikrofon und
und auch Ansagen macht und so weiter. Ich habe mich so von den Skills her nie so richtig als Gitarrist gesehen, weil ich einfach wusste, dass man mich, wenn das nicht meine eigenen Lieder sind oder Sachen, die ich wirklich spielen kann, ja, kann man sich mich relativ schnell aus der Reserve locken oder aufs, oder wie heißt es, aufs Glatteis führen. Also sprich, gib mir jetzt irgendwie einen Song und sag, pass auf, ist ganz einfach, mach mal so und so, mhm, und ich kenne den Song nicht. Dann bin ich einfach zu wenig Gitarrist, ja, als dass ich sagen könnte, lass mich mal kurz, alles klar, kein Problem, lass zähl ein, können aufnehmen. Das war ich nie. Also ich habe mich immer irgendwie mit der Musik, die ich, musste ich mich befassen. Und ja, da war ich dann, glaube ich, eher der Sänger, der auch Gitarre spielte. Und das wiederum auch gerne, weil man entweder einen zweiten Gitarristen brauchte oder weil man sich an was festhalten konnte. Also nicht so unbedingt, dass ich jetzt gesagt hätte, beim Singen. Genau, ja, genau. Dass man irgendwie was hatte, gerade für die ersten zwei Lieder, wenn man so rauskam, dass man so... Was zum Festhalten hat. Ja, genau. So. Auch ein bisschen was zum Posen hatte natürlich schon auch. Also das habe ich schon auch gemacht, habe schon oft schon viel gepostet vom Spiel. Das schon. Schön, so einen abgesägten, ja, Mikroständer schon. Ja, so ähnlich, so ähnlich. Und wann hast du dann dein erstes Lied geschrieben? Mein erstes Lied habe ich so... Also sagen wir mal, das erste ernstzunehmende, dass du mit 16 wahrscheinlich schon mal irgendwie versucht hast, einen Song zu schreiben, das, ja, geschenkt irgendwie, aber wo du sagst so, das war so das erste Mal, dass ich wirklich, mhm, einen Song geschrieben habe. Also mit 16 war es tatsächlich, weil wir damals eingeladen wurden als Schülerband. Es gab dieses Projekt, das hieß Rockschulprojekt. Das war, hatte Steffi Stephan mit jemandem... Der Unverwüstbare. Genau, Steffi Stephan hatte sich das überlegt mit dem Kulturamt, mit so ein paar Sponsoren und mit einigen Schulen, dass man doch die Schulbands ein Lied aufnehmen, mhm, lässt, auf, ja, der Bühne des Jofel, damals an der Grevener Straße. Ja, das alte Jofel. Dort die Schule, also Schüler aus der Schule kamen mit ins Jofel und es wurde dann quasi auf der Bühne ein Lied arrangiert, aufgenommen und darüber gesprochen. Steffi Stephan in einem referierte ein bisschen und produzierte uns, ja, quasi, ja, auf, ja, der, ja, Bühne. Ja, okay. Es wurde mitgeschnitten und danach durften wir unten ins Studio, um das Ganze nochmal ein bisschen zu overdubben und so. Ne? Ja. Und das hat mich damals, also dieses Gefühl, das Playback war fertig und dann setze ich die Kopfhörer auf, wie im Fernsehen. Und ich singe zu dem fertigen Playback mein Lied. Dein Song. Das ich geschrieben hatte. Und dieses Lied hatte ich tatsächlich geschrieben. Es war ein Liebeslied, eine Ballade, die, ja doch, kann man schon sagen. Also, aber wie kam es denn dazu, dass dein Song genommen wurde? Ich meine, da waren ja sicherlich hochambitionierte andere Leute. Münster hat ja die ein oder andere Schule mehr am Start. Ja, also es waren ja insgesamt 12 Schulen. Ja, genau. Also unsere Schule, wir waren bei uns an der Schule, ich weiß nicht, ob es nur uns als Schülerband gab, aber wir waren halt, ja, wir waren die Schülerband. Die Band. Wir waren halt ausgewählt. Ja, ja, okay. Warum auch immer. Und zwar, ja, ich war damals halt so der Songwriter der Band. Ich kam so mit den ersten Songs an. Und haben wir den genommen. Und, das war cool. Das war ziemlich cool. Also es war damals halt 1991, dann einen Song auf CD zu haben, war jetzt auch echt, also auch in der Qualität bei Steffi Stephan im Studio und wir saßen unten mit Steffi und ich glaube, da hat er einmal bei Udo angerufen. Ich, riesengroßer Udo Lindenberg-Fan, dann war Udo am Telefon. Ich habe halt gedacht, so, hör mal, Freunde, hätte ich mich doch vorbereiten können. Das ist ja, ich flipp gleich aus. Ja. Also es war wirklich so von 0 auf 100. So. Aber dann bist du frühzeitig ja quasi damit, ich sag mal, konfrontiert gewesen, deinen eigenen Song zu performen. Weil ich bin, mhm, ich bin ja klassischer Nachspielmusiker gewesen, der, mhm, lange Musik nachgespielt hat, bevor ich meinen ersten Song überhaupt aufgeführt habe. Und dieses, wenn du einen fremden Hit aufführst, mhm, hast du ja nahezu kein Risiko, außer du vergreifst dich. Und das ist, ja, kein Risiko. Ne? Und das eigene Zeug zu präsentieren und zu sagen, hier, das ist mein Geschmack, mhm, wie gefällt euch das? Das ist schon eine andere Ansage, oder? Ja, absolut. Also ich, natürlich habe ich am Anfang, haben wir auch gecovert. Aber wir haben relativ schnell angefangen und da ist wahrscheinlich dann so ein bisschen dieses Liedermacher-Gen bei mir, also meine Liedermacher-Vergangenheit, mhm, auch so ein bisschen hochgekommen, dass ich halt so schnell dieses Bedürfnis hatte. Jetzt das gar war nicht so, genau, erstrebenswert für dich. Genau, also fand ich auch toll, wenn man sagen konnte, bekannte Nummer, Fiddle Bass Drum, tritt mal hinten durch und ich mach vorne, ich will die Hände sehen. Ja. Fand ich auch geil, ist auch muss ich auch sagen, fand ich auch gut. Aber, glaube ich, noch mehr gekickt hat mich dieses so, warte mal, ich hab mir da was ausgedacht. Listen. Genau. Von daher, ja, also der Liedermacher kam dann recht früh. Aber auf der anderen Seite heißt das ja dann auch, du bist ja dann quasi dabei geblieben. Ne? Du hast, mhm, also
Hast du denn ab da dann nur noch dein eigenes Zeug gespielt oder bist du auch den üblichen Weg durch die Coverbands gegangen erstmal? Ich habe in Coverbands gespielt, um das zu finanzieren. Vor allem. Ja. Also das war für mich die, nach dem Abi, oh, jetzt mal in Kurzform, es ging dann weiter, man nahm seine erste CD auf, bei Ecky Maas im Studio damals. Von das Ecky and the Toasters. Richtig, das Studio, wo Alphaville, glaube ich, damals auch gearbeitet hat, am Dahlweg. Naja, auf jeden Fall, dort haben wir unsere erste CD aufgenommen. Natürlich das an Plattenfirmen geschickt, kam jetzt nicht so viel. Ich bekam dann nach dem Abi ein Angebot, für ein deutsches Projekt zu singen. Zu singen, da, als engagierter Sänger. Da war ich quasi, ja, da war ich Interpret, mehr oder weniger. Da habe ich dann auch mitgeschrieben, aber ja, das war so ein bisschen, da war was fertig und ich durfte einsteigen. Und das gab einen Plattenvertrag. Und ich bekam einfach die Möglichkeit, so zu sagen, also vielleicht kann man ein bisschen Equipment kaufen. Ich verdiene mein Geld damit, ja. Aus dem Vierspurgerät wurde ein Achtspur-Digital, ja, ADAT, ein kleines Tascam-Pult. Und ich habe in Coverbands gespielt und ja, konnte mir irgendwann einen Sampler kaufen, ein besseres Mikro kaufen. Der Traum eigentlich zu Hause Demos machen zu können. Ein Heimstudio. Ganz genau. Ja. Also das war wirklich der Traum und es hat mich auch total angetrieben. Ich habe mit Sicherheit auch auf diesen Coverbühnen eine Menge gelernt. Da war ich dann aber eigentlich nicht Sänger, sondern eher so zweiter Gitarrist, Schrägstrich Backing-Sänger, auch mal Leadsänger. Mhm. Und wenn Keyboard gebraucht wurde, habe ich auch noch mal ein paar Akkorde gerückt. Aber die große Sascha-Nummer ist daraus jetzt nicht geworden. Viel lonely und plötzlich bist du selber der Star. nee, genau. Absolut nicht. Naja, aber es ist daraus eben auch so ein bisschen, daraus entstand für mich eigentlich auch dieses Ziel, eigentlich eher auch Produzent zu werden. Also tatsächlich habe ich dann... Nicht selber vorne zu stehen, sondern zu produzieren. Genau, habe dann eigentlich so ein bisschen bei mir... So, es hat mich immer sehr interessiert, so, was macht so ein Popstar aus? Was macht so ein Sänger aus? Das hat also das immer, Analytische daran? Also das, nee, ich fand es faszinierend, weil ich da eben auch... Es fing an, dass man so ein paar bekanntere Leute kennenlernte, ja, oder mal traf. Und ich habe immer für mich so... Wow, was ist jetzt anders? Der ist hier gerade in den Raum gekommen und der hat eine Aura. So, ja. Finde ich interessant. Woran liegt das? Liegt das jetzt nur daran, weil ich den aus dem Fernsehen kenne oder ist der vielleicht anders? Und für mich stand so ein bisschen fest, das muss man haben, wenn man Sänger sein will. Okay, das musst du also, das kannst du nicht lernen, das musst du haben. Ja, so. Du musst wirklich diese Aura und dieses Gefühl, diese Magic, die musst du irgendwie mitbringen. Ja. Das war so, hatte sich bei mir so ein bisschen verfestigt. Und die hast du bei dir nicht vermutet dann? Die habe ich bei mir nicht gesehen. Okay. Also ich habe irgendwie immer gedacht, ja, ich kann gut singen, ich kann auch stilistisch vielfältig singen, ich kann das machen, das. Was ich so genau machen will, weiß ich auch nicht so genau. Bietet sich also eher im Studio zu arbeiten, weil da kann ich das ausnehmen. Das da kann ich halt irgendwie eine total. Und du musst nicht vorne stehen. Ich kann einen schlageresken Text schreiben und sagen, oh, ich wollte es mal ausprobieren. Und schick den an eine Plattenfirma, weil ich weiß, dass gerade Howard Carpenter neue Lieder sucht. So war das damals auch. Und hat mich das gereizt, vielfältig zu arbeiten, mich auszuprobieren in verschiedenen Stilistiken. Und dann habe ich das eben, wie gesagt, das Besondere an mir nicht so gesehen. Und habe mich da eigentlich ganz wohl gefühlt in dieser, die Nächte und Wochen durcharbeiten und Pizzakartons und so. Also das war eigentlich okay. Okay, jetzt kommst du ja aus dieser Münsteraner Ecke. Du bist ja hier aufgewachsen und so viel darf ich verraten. Dieses Haus steht direkt gegenüber von dem Wolbecker Bahnhof. Da wirst du sicherlich auch mal das ein oder andere Mal gefeiert haben. Das ist nämlich ein Jugendzentrum. Da habe ich auch gespielt natürlich. Und ne? Da hat ja jemand anderes auch seine Jugend versoffen, hat er mir mal erzählt. Henning Wehland. Richtig. Von den H-Blocks. Richtig. Und soweit ich weiß, sogar auch Vincent Sorg, mittlerweile Produzent von den Toten Hosen. Auf jeden Fall ist das so eine Blase hier gewesen, so eine Kreativzelle, möchte man ja schon fast sagen. Ne? Ja, wobei man muss halt schon sagen, dass die H-Blocks natürlich das Aushängeschild waren. Ja gut, also das... Und da nochmal ganz kurz, also wir könnten jetzt tagelang drüber reden. Ja, genau. Ich versuche mich kurz zu fassen. Da war es schon so, erster Auftritt der H-Blocks mit auf einem Schülerband-Festival. Wir haben da auch gespielt. Alle haben gespielt, alle haben sich abgefeiert, fanden sich tierisch. Ja. Auf einmal kommt diese Band auf die Bühne, von der noch keiner was wusste. Man hatte nur so ein bisschen was gehört. Mit diesem coolen Namen, genau. Genau, und dann kamen die auf die Bühne und die spielten drei Töne und es standen alle da und dachten,
Was jetzt hier ist, eine andere, hat hier einer eine andere Anlage aufgebaut in den letzten 2 Minuten. Also irgendwas war anders. Eine andere Kategorie. Ja, ja, es war halt klar, dass ja da was passiert. So. Aber jetzt hast du ja gerade gesagt, du hast bei dir dieses Popstar-Gen nicht gesehen. Hast du das mhm bei denen dann sofort? Ja. So, okay, alles genau klar. Zum Beispiel Henning ja ist so einer. Ja. Henning Dave auch. Ja, aber auch Gutze und Tinte und Mason damals ja auch noch. Das waren so Typen, wenn man die traf auf dem Schul, wir waren nicht auf der gleichen Schule, aber es gab ja so Schnittstellen mhm, ja, ja, so, oder man traf die im Bahnhof Vollbeck, hier in der Konzert- und Jugendheim-Location so. Wenn die reinkamen, dachte ich so, okay, alles klar, Dankeschön, wenn ich irgendwas, ich möchte auch so sein. Kann man sich aber nicht kaufen. Nee, das sind Stars. So. Ja, okay. Die sind cool. Ja. So. Nicht schlimm, habe ich nicht, bin ich nicht so. Aber kann ich nicht leugnen. Und in der Tat hat sich daraus natürlich hier auch so ein bisschen was entwickelt. Und die H-Blocks dann mit den Prinzipalstudios in Senden, ja, das ging halt damals los. Die gingen dorthin, haben ihr Album dort produziert. Es ging durch die Decke in Deutschland. Man guckte ein bisschen mehr, die Industrie guckte auch ein bisschen mehr nach Münster. Und ich durfte dann so in diesem Fahrwasser auch so ein bisschen mitmachen. Ja. Ich war auch häufig da in dem Studio und habe eigentlich immer mal mich mit Henning getroffen, unter anderem auch, um mit Sicherheit mal das eine oder andere Glas umzudrehen, aber auch Wasser, um mit der Akustikgitarre zu sitzen und so Lagerfeuermusik zu machen, ja, was Henning auch immer schon ganz gut fand, neben seiner ja eher sehr ja Rock Front Seele, ja. Rockfrontsau ja. Neben diesem Gen hatte er ja oder hatte er durchaus auch diese leisen Seite Töne. Und das haben wir damals häufiger mal zusammen gemacht und das war sehr schön und da bin ich irgendwie so ein bisschen mit reingerutscht und dann kam auch irgendwann so der erste gemeinsame Song mal auf ein H-Blocks Album, den wir geschrieben haben und ich, wo dann Credits stand Jan Löchel, genau, okay, genau. Und das ist cool. Ja, ich habe die Band immer sehr bewundert und wollte mich natürlich auch nicht anbiedern. Und trotzdem war es natürlich schon schön, da mal so ein bisschen mitmachen zu dürfen. Es war immer so ein bisschen schwierig, sich da so nicht so, dass man da nicht so, ja, eben nicht so anbiedernd drüber kam. Ja. Aber das hatte sich dann irgendwann auch, löste sich auf in ein gemeinsames Musizieren. Das geht ja irgendwie bis heute so. Ich wollte gerade sagen, eine langjährige Freundschaft, ja. Genau. Also, so. Und das war, also, für mich auch sehr, sehr viel Initialzündung, definitiv. Ja. Also, naja, aber eben auch dort habe ich die Situation, im Studio sitzen zu können, aufnehmen zu können, Songs schreiben zu können, sehr genossen. Das war meins eigentlich. Das war auch schon Rock'n'Roll damals. Ne? Ja. Also ich bin zu der Zeit ein- oder zweimal in so einem großen Studio gewesen und hatte, das Prinzipal hatte damals eine riesen Konsole, muss man dazu sagen, mit ganz vielen Reglern. Ja. Und das war schon sehr beeindruckend, da den Kapitän zu sehen, der das Ganze bedienen kann, der große Aufnahmeraum und so weiter. Ja, ja. Das ist schon. Genau. Ja, ich hatte da auch einen Raum für 2-3 Jahre, habe ich dann halt auch jeden Tag dort gearbeitet, so einen kleinen Freckelraum mit neben Vincents Mastering-Studio saß ich dann da und versuchte irgendwelche Sachen zu machen. Mit mäßigem Erfolg, aber immerhin, wir haben weitergemacht. Aber du hast ja in der Zwischenzeit dann auch einen ordentlichen Katalog aufgebaut an Stücken, die dann hier und da mal aufgetaucht sind, wo dann ja nicht wegzudiskutieren war, dass du anscheinend auch in der Lage bist, einen vernünftigen Song zu schreiben. Ne? Ja, also ich habe viel für die Schublade gearbeitet, muss man wirklich sagen. Ich habe ganz viel gemacht. Heute frage ich mich manchmal, dass ich da immer weitergemacht habe. Also es ist Hut ab. Ja. Also, insofern, es ist viel in die Schublade gewandert, aber ich glaube, dadurch, dass man damals ja auch wirklich noch mit dem wenigen Equipment, was man hatte, echt versuchen musste, das Maximum irgendwie rauszuholen, ja, ja, war es so, dass es so ein Training war. Und irgendwann klappt das erste Ding. Und dann war es natürlich so, dass auf einmal mir auch Leute aus der Plattenindustrie glaubten, dass das vielleicht die anderen Songs, die ich da noch so hatte, nicht ganz so schlecht waren. Ja. Der eine nicht passiert, ich weiß gar nicht, wer der eine war. Es kamen so nach und nach einfach Songs raus, die auf Alben von bekannteren Künstlern stattfanden. So. Und dadurch waren das so Referenzen, die hatten mir bis dahin gefehlt. So. Und da ging dann irgendwie einfach wieder eine Tür mehr auf. Ich wollte gerade sagen, und wenn du die dann hast, dann geht eine weitere Tür auf, dann drehen sich die Kreise auch noch größer und hin und wieder. Und plötzlich fragt dich irgendjemand, sag mal, hast du nicht Bock, einen Song für mich zu schreiben, wo du sagst,
Absolut. Früher hätte ich gerne deine Schuhe geputzt. So ja, und vor allen Dingen, man, es wächst natürlich so ein bisschen das Selbstbewusstsein, dass man halt einfach auch mal die Chance ergreift, auf jemanden zuzugehen. Also da muss ich, das ist auch nicht so hundertprozentig meine Art, aber das habe ich damals so, glaube ich, ganz gut gelernt, zu sagen, so komm, du hast jetzt, wenn dich einer fragt, was machst du gerade, hast du auch so ein bisschen was zu erzählen. Ja, du weißt auch, jetzt, was du kannst, ne? Ja, schon. Ich glaube, das wusste ich auch vorher schon, aber es fehlte mir einfach immer so ein bisschen die Backs, also so der Backkatalog, einfach okay, ja, so sagen zu können, wenn mich einer fragt, und was machst du so? Dann war es einfach ein bisschen angenehmer, auch mal sagen zu können, ich habe gerade das und das gemacht. Und der Song ist gerade bei Bang Boom Bang, kennst du vielleicht in der und der Szene. Ja, ja. Und das war für mich damals ganz toll, weil es einfach wirklich eben so eine, man über diese eine Schwelle kam man ein bisschen einfacher rübergesurft. So. Wie hast du dann damals instrumentiert? Ich meine, du bist ja heute, wenn du dein eigenes Ding machst, bist du sehr filigran und sehr geschmackvoll an der Gitarre. Picking-technisch unterwegs. Mhm. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich dich jemals mit dem Plektrum gesehen habe. Das kann in den letzten Jahren nicht so viel. Nee. Aber wie hast du, du wirst dir die Musik ja damals erarbeitet haben und du wirst die Songs sicherlich nicht auf der Akustikgitarre als Demo erarbeitet haben, um dann jemandem in einem Dance-Projekt vorzuschreiben. Mhm. Also heute würde das funktionieren, diese EDM-Leute, die ihre Hits haben, die suchen nur nach der einen Line, nach der einen Gesangsline oder sonst was irgendwie. Da ist die große Vorproduktion nicht nötig, weil die haben das Gespür dafür. Aber damals musste man ja schon anbieten, ne? Also es ging ja gerade so los. Also ich weiß, dass der große Schritt kam tatsächlich mit Harddisk Recording. Also ich war nie auf Pro Tools, war immer auf Logic. Hatte aber eben meine erste Logic-Version, war eben nur MIDI. Das war der Rechner, der Apple hat zwar 7.000 Mark gekostet, aber der konnte halt nur MIDI. So. Also als dann allerdings die Option kam mit der AudioWerk 8-Karte und man irgendwie mit der Rechenpower auch echt ein paar Spuren machen konnte, da änderte sich einiges und dann kamen eben die ersten die ersten Sampler. Also Sampler hatte ich sogar auch noch Hardware. S1000? S2000, diese ganz billigen. Ja, nee, das war diese ganz billige. Aber der mit Diskette. Das war, genau, absolut, natürlich. Ne? Und mit angeklemmten Zip-Drive. Oh, ja, hat aber schon 320 MB. Ich glaube, es waren 100 nur. Aber warte mal, ich greife hier mal kurz zur Seite, das seht ihr, glaube ich, nicht. Aber ich habe hier, warum auch immer, ich bin so ein Nostalgiker. Oh. Guck mal hier, ich kann es mal zeigen. Hier Logic 2.54. Das mit dem Treiber Logic für Audio dann aber mit schon. Mit dem Treiber für die DigiDesign Audio Engine. Alter Schwede. Also, damit hat alles angefangen, also zumindest auf dem, dies hier auf dem PC, du dann auf dem Mac. Damals ging es ja auch noch auf dem PC, genau. Ja, genau. Sag mal so, ich mit Drum Samples dann tatsächlich so zu versuchen zu programmieren, dass es möglichst echt klang, das war natürlich... Ohne echt, Drama zu sein. Ja, genau. Ja, das war so, das war schon eine harte Herausforderung im Gegensatz zu heute. Keine vorgefertigten MIDI-Files oder irgendwie, also oder super Drum-Instruments, wie jetzt, keine Ahnung, Superior Drummer oder so. Keine Effekt-Plugins. Genau. Naja, aber also ich glaube, es hat ziemlich dazu beigetragen, dass man einfach so ein bisschen mehr forschte. Also nochmal eine extra Runde um Platz gelaufen ist und vielleicht hat es die dann irgendwann auch gebracht. Nee, also der Anspruch war, möglichst als One-Man-Show so fette Demos zu produzieren. Dass die anderen nicht anders konnten. Genau. Ja, ja. Also es war schon, das war damals in der Tat so und da habe ich tatsächlich auch so von jemandem wie Vincent Sorg zum Beispiel viel gelernt, weil der saß eben immer einen Raum weiter. Genau. Und der hatte halt immer diesen geilen Ami, auch damals schon diesen Ami-Radio-Rock-Sound. Yeah. Das konnte der halt so. Und der aber Keyboarder ist, muss ja, man genau, sagen, aber ne? Der also, hat halt einfach so ein sehr, sehr analytisches Gespür und ist eben auch fleißig. Der sagt, okay, alles klar, ich probiere mal. Und irgendwann drückt er auf Play und dann knallt's. Auf der anderen Seite ist aber auch, habe ich festgestellt, ich habe auch ein Interview mit ihm gemacht, falls du das verpasst haben solltest, kann ich in mein Video hier einblenden, aber auf der anderen Seite ist er auch sehr, sehr pragmatisch, was das angeht. Ne? Genau. Also bei seinen Aufnahmen kein Schnickschnack irgendwie, wir tüfteln jetzt mal 17 Stunden lang den Bass-Drum-Sound aus, sondern Mikro vor, das hat immer gepasst, den Rest mache ich, wenn es fertig ist. Ja, ich glaube einfach, wenn du es gewohnt bist und auch aus daher kommst, dass du natürlich auch Deadlines einhalten musst, dass du einfach Studio da steht, teuer, ne? Genau, da kommt einfach da kommt die Plattenfirma und da ist dann auch nicht, ja, das machen wir dann nochmal irgendwie so, sondern
Bei Vincent ist halt dieser damals schon dieser Riesenvorteil gewesen, du hattest halt nie das Gefühl, oder du hattest immer das Gefühl, es kann hier nichts passieren. Ja. Selbst wenn hier gleich irgendwie auf jedem Kanal ein Wackeler ist und die MIDI-Clock nur noch Wahnsinn rausschmeißt und alles nicht mehr geht, sagt der kurz, oh, da muss ich mal eben gucken. So, während wir alle schon wahnsinnig werden, weil gleich kommt die Plattenfirma oder was auch immer, ja, bleibt der halt cool, ja, behebt das Problem. Und dann ist das halt fertig. Der wusste aber auch, was er kann. Und du wusstest es ja damals dann auch anscheinend, was du kannst. Ja, nur halt also eben ganz anders. Ich war damals schon deutlich homöopathischer und habe die da alle genervt, weil ich wieder was über ein Mikro gehört hatte. Und das wollte ich unbedingt mal ausprobieren. Die sagten, hör mal, jetzt, wir haben hier das U87, das geht immer, nimm das doch. Nein, aber irgendwas stimmt an den Höhen nicht. Und also ich war da immer schon so ein bisschen mehr so der Freak. Hab die, glaube ich, ich bin ihnen, glaube ich, auch sehr auf die Nerven gegangen damals. Ich entschuldige mich dafür nochmal. Okay, aber es hat ja anscheinend zum Erfolg geführt. Der ein oder andere Titel wurde in die Gegend getragen, du sagst Bang, Boom, Bam, also Filmmusik in dem Fall. Hast du damals für den Film geschrieben oder hast du einen Song geschrieben, der da genommen wurde? Nee, es war ein H-Blocks-Song, den ich genommen hatte. Ja. Und H-Blocks hatten ja diesen Soundtrack gemacht und Take Me Home, die Single damals von dem Flyers-Album, die hatte ich mit Henning zusammen geschrieben. Und die tauchte halt in dem Film auch auf und dementsprechend auf dem Soundtrack. Und dann klingelt die GEMA. Seit wann bist du GEMA-Mitglied? Seit 94. Guck mal. Ich glaube, da war mein erstes Release, dann mein erstes eigenes, so richtig, da bin ich dann in die GEMA eingetreten. Also es sich noch gelohnt hat, da einzutreten. Absolut, ja. Das war natürlich klar. Also dann haben wir, glaube ich, dann kam ja Was nicht passt, wird passend gemacht, der Nachfolgefilm zu Bang Boom Bang von Peter Torwart. Da haben wir auch was gemacht, dann habe ich für die Titelmelodie für Was nicht passt, wird passend gemacht, die TV-Serie, da habe ich den Titelsong geschrieben und produziert. Für ProSieben damals. So kommt eins zum anderen. Genau, und dann ging halt eben immer diese Partnerschaft mit den H-Blocks und mit Henning weiter, das spricht auch mit Künstlern, die in dem Dunstkreis stattfanden. Ich habe einfach dann versucht, auch für Künstler, die ich toll fand, zu schreiben oder die mich so gereizt haben. Bist du auf dich zugegangen dann? Hast gesagt, hier haben Software. Ja, es gab immer irgendwie so Schnittstellen, wo ich dann gesagt habe, vielleicht könnte ich darüber mal zumindest mal einfach fragen, darf ich dir mal was schicken oder ich hätte da so eine Idee. Und so sind Sachen passiert. So im Einzelnen weiß ich das manchmal gar nicht mehr so genau. Aber das klingt ja jetzt alles erstmal nach Auftragsarbeiten. Ne? Jeder, der Musik macht und weiß, ich habe eine Auftragsarbeit, ich muss da und da hinarbeiten, ist kein Problem. Also nicht kein Problem, aber das ist relativ einfaches Arbeiten. Ja. Wann kam denn dann der Schritt zu sagen, okay, ich glaube, ich muss mal meine eigene, das, was ich zu erzählen habe, mal nach vorne stellen? Und ich habe sehr, das kann ich sagen, auch dahin gearbeitet, damit Erfolg zu haben. Mit, also wirklich für andere zu schreiben, zählbare Erfolge, Chartpositionen vorzuweisen, weil ich selber immer ein bisschen gedacht hätte, das wird eh nichts mit dem Musiker sein. Und ich dachte... Mit dem Musiker sein. Mit dem Musiker sein. Ja, das schafft es nicht. Ja. So. Und auch natürlich so in der Verwandtschaft immer die Frage, kann man davon leben? Na und, wie läuft's denn? Na, man hört ja gar nichts. War halt Ansporn für mich. Und das habe ich dann wirklich ziemlich hart durchgezogen und gesagt, das geht schon irgendwie, ich schaff das. Und da ist dann so ein bisschen der Ursprungsgedanke, der Ursprungsfunke der Musik, was ich vorhin sagte, so dieses Lebensgefühl des Musikers, ich möchte so sein, ich möchte nicht, das ist so ein bisschen auf der Strecke geblieben. So. Es ist ja ein halber Bürojob, wenn du ehrlich bist. Genau, ne? Also, es wurde sehr pragmatisch, sehr analytisch und ich bin sehr, sehr dankbar, dass es irgendwie lief, dass ich davon leben konnte, aber so dieses Musikersein fehlte mir. So, und ich, wenn ich selber Musik machte, hat mich das einfach überhaupt nicht mehr berührt. Also es war wirklich so, dass ich nicht mich selber damit entertainen konnte, mir ein Lied zu schreiben. Sondern ich habe nur darüber nachgedacht, ist das Mikro gut, für anderen Kompressor mal ausprobieren, hier was gelesen, wie kriege ich noch den Gesangssound besser hin. Ja. Ich habe nicht mehr wirklich an der Basis so für mich gearbeitet. Hast du dann auch, wenn du gesungen hast, hast du den Song halt gesungen, aber es war ja nicht dein Song. Genau. Das heißt, du hast ihn einfach nur gesungen. Nee, ich hatte mir halt Mühe gegeben, aber. Ja, absolut. Ja, ich konnte halt in verschiedene Richtungen anbieten. Das heißt, ich habe auch viel Werbesongs eingesungen. Ja, ja. Wie soll es klingen? Rockig, poppig? Sag was. Sag, kann ich alles. jetzt mal ganz doof gesagt. Nee. Insofern total funktionierte. Aber was war nochmal dieses Feuer damals, wo man dachte, okay, ich werde alles dafür geben, dass ich das irgendwie machen kann, dass ich Musiker werden kann. Ich will es nicht überdramatisieren, weil ich bin halt total dankbar dafür, dass es überhaupt ging. Ja.
Aber ich weiß oder ich wusste, dass irgendwie sich nochmal was verändern musste. Und vielleicht ganz kurz, ich habe damals 4 Staffeln bei The Voice of Germany als Sidecoach von Bossos gearbeitet. Damals war wann? Von 2011 bis 2014. Okay, es ist ja auch eine sehr intensive Reise, die man bei diesem Format hat. Ne? Absolut, es war ja so die erste Staffel. Auch zeitlich. Damals haben wir das gewonnen. Ich habe dann von der Gewinnerin das Album zur Hälfte produziert in ein paar Tagen. Das damals dann schon richtig lief von der Ivy Quaino. Echt, das war auch ganz super tolle Sängerin. Hast du, hast du auch diese Single gemacht? Nee, die habe ich nicht geschrieben, aber die habe ich mitproduziert. Ja, super geil, super geil. Wir haben, naja, auf jeden Fall war das eine tierische Zeit. Ja. So. Und die hat mich dann eher, obwohl es auch ein hinter den Kulissen arbeiten war, hat mich eher wieder zu Musiker sein gebracht. Und die hat Nähe mir, zu den Interpreten, zu den Sängern. Dieses sehr Beschäftigen mit so einer, mit so der Emotion hinter dem Song. Mhm. Einfach nicht nur zu sagen, wir brauchen jetzt nicht nur einen bekannten Song, wo das Publikum ausrastet, sondern wir müssen irgendwas machen. Was können wir aus diesem Song noch rausholen? Dass er so eine bestimmte Emotion trifft, die zum einen die Zuschauer nicht kalt lässt und, und B, den Künstler positioniert, ihm so ein richtiges Gesicht gibt. So. Ja. Und dieses da reindenken und dann auch selber wieder viel so versuchen, Sachen zu entwickeln, für unsere Talente da in der Show, hat mich wieder so ein bisschen mehr zum Musikmachen gebracht. Und dann habe ich 2014 tatsächlich gesagt, so ich setze hier erstmal aus, weil es eben auch immer diese Pendelei mit Berlin war, was ja, natürlich zeitlich ja sehr und ich hier Familie, unsere Kinder wurden geboren und ich einfach wusste, ich möchte einfach mal wieder so ein bisschen mehr an die Basis zurück. Mhm. Zu mir. Genau. Mhm. Und das waren dann die Jahre des, ich schließe mich erstmal ein und spiele erstmal nur Gitarre. Wochenlang, monatelang habe ich, glaube ich, nur Gitarre gespielt. Aber ein mega Schritt. Ne? Ich meine, wenn wir mal kurz zurückzukommen zu sowas aus Germany. Ich sage immer, der Trainer muss die 100 Meter nicht unter 10 Sekunden laufen. Er muss es nur analysieren. Mhm. Aber diese Transferleistung hinzukriegen, zu sagen, warte mal, ich lerne hier auch gerade was über mich. Ja, absolut. Ich erzähle denen das zwar, aber dann auch zu sagen, okay, ich sollte mir das vielleicht häufiger mal selber erzählen, was ich denen gerade erzähle. Ganz genau. Das ist eigentlich, du bringst noch einen Punkt. Ja. Das ist genau das, was mir die Augen geöffnet hat. Mhm. Wo ich zum einen total, das war ein total schönes Gefühl zu wissen, okay, was ich jetzt so die letzten 20 Jahre gemacht habe, das hat irgendwo einen Sinn gehabt. Weil ich kann jetzt so ein bisschen was weitergeben und kann so, ohne jetzt altklug zu klingen, kann ich einfach so meine Erfahrung so ein bisschen teilen und selber aber tatsächlich auch total was lernen. Und das war wahrscheinlich genau dieser, war wahrscheinlich der springende Punkt und ja, das war schön. Und dann dieser mutige Sprung, zu sagen, okay, weil The Voice of Germany ist ja ein sicheres Income, Einkommen, Geld, Familie muss ja auch finanziert werden, Haus etc. pp., Miete zahlt sich nicht von selber. Und dann zu sagen, ich muss wieder näher zu mir selber und dafür muss ich auch auf einige Sachen verzichten. Das finde ich schon, das ist schon wirklich ein sehr... Ja, also ich habe einfach gemerkt, dass ich dann gut bin, wenn ich aus so einem Enthusiasmus, aus so einer Überzeugung heraus agieren kann. Mhm. Dann bin ich auch gut, dann merke ich auch, was ich was bewegen kann. Ich merke allerdings eben auch, dass, oder was mich selber an mir nervt, ist, wenn ich dieses Feuer nicht spüre bei mir selber. Wenn ich was mache, also entweder ich produziere was, ich spiele was, ich schreibe mit jemandem was und ich mache so ein bisschen Dienst nach Vorschrift. Mhm. Das funktioniert bei mir nicht. Also das ist wirklich, nee, ich mag mich dann selber nicht. Ja, okay. Das hat wirklich, also es geht mal, weil man... Es kommt was kann bei raus, aber... Ja, absolut. Aber mich macht das auf Dauer, macht das ist echt nicht glücklich. So. Ja. Und insofern war es völlig klar, dass ich das machen musste. Und ich würde halt auch nie jemandem, mit dem ich zusammenarbeite, zumuten, dass ich nur 50% gebe. Oder halt 50% von wirklich meinem Potenzial so abrufen kann. Mhm. Dann bin ich, dann nutze ich der Sache nicht genug. Habe ich das Gefühl. Dann hast du dich zu dir selbst gekehrt, wahrscheinlich auch zu deinen Wurzeln. Du wirst ja sicherlich gesagt, okay, ich habe jetzt ein voll ausgestattetes Heimstudio, ich mache jetzt mal die neue Teppich Möd
oder die neue Alphaville irgendwie so, sondern hast back to the roots, du hast ja die Gitarre hier in der Hand, ja, gesagt, okay, alles klar, ich brauche 6 Saiten, ich brauche meine Finger und ich brauche meine Stimme, mehr brauche ich nicht. Na, ich habe halt so ein bisschen, ich habe die Gitarre, vor allem die Akustikgitarre für mich, die war immer mein zentrales Instrument, aber ich habe die für mich insofern ein bisschen neu entdeckt, als dass die nicht mehr so ein Mittel zum Zweck ist und so nach dem Motto, ich weiß genau, okay, alles klar, für Strumming, bei der ersten Doppelung da, dann mache ich das noch so und wenn ich es ein bisschen heller haben muss, stelle ich das Mikro anders oder mische es so. Also nicht so pragmatisch das Instrument gesehen, sondern auf einmal habe ich mir irgendwie Gitarren gekauft, habe ich ganz lange überlegt so, und habe immer gedacht, so, das ist so mein ständiger Begleiter. Also eine tolle Gitarre gekauft. Genau. Ne? Also jetzt so nicht irgendeine. Eine für die einsame Insel. Sondern wenn ich die eine mitnehmen muss, dann muss das die sein. Ja. Habe ich noch nie so ganz gefunden, aber zumindest die Auswahl ist enger geworden. und es war dann, ich habe beim Schreiben und auch beim Arbeiten im Studio wurde die Gitarre mehr so ein Freund. Ja. Und sonst hätte ich das wahrscheinlich auch nicht durchgezogen, dass ich einfach wieder angefangen habe, mehr so Fingerpickings zu spielen. Ich habe dann, irgendwann kam das Born and Raised Album von John Mayer raus. War immer schon ein großer John Mayer-Fan, aber 2012 kam dieses Album, glaube ich, Born and Raised. Dass dieses schlichte Liedermacher-mäßige, diese zurückgenommene Art von ihm und so, das hat mich dermaßen gekickt, dass ich dachte, okay, neben meinen skandinavischen Singer-Songwriter-Helden, so soll's sein. So, und das wäre genau. Und dann hast du das gemacht. Ja, das klingt so einfach. Da ja, habe ich versucht, es zu machen. Also es gehören ja zwei Sachen dazu. Zum ersten musst du ja erstmal dich dann quasi finden. Mhm. Dann schreibst du dein eigenes Zeug, wo du verbrennst. Ja. Und dann gibt's ja den Wunsch, das den Leuten mitzuteilen. Das ist das Zeug, das ist mein Geschmack. Findet ihr das auch gut? Ja. Und das kann ja nur auf der Bühne stattfinden. Das kann nur auf der Bühne stattfinden, genau. Und meine letzten Bühnenerfahrungen waren so mit Henning Wähler zusammen, mit unserem gemeinsamen Side-Projekt. Das war schön, aber da war ich eher der Gitarrist oder ich Begleiter. Sagen, du warst nicht Nummer eins, ne? Der zweite Sänger und Begleiter. Nee, mir wurde klar, dass genau das auch mein Podium ist. Und es hat da halt total Klick gemacht, weil eben mir nicht mehr so wichtig war oder eben kein Ausschlusskriterium. Da müssen viele Leute sein, die müssen sofort alle durchdrehen. Ja, die genau. Alle, wer hat am lautesten. Wenn nach 3 Minuten nicht die Arme oben sind, habe ich ein Problem. So. Und auch, war der Applaus auch laut genug? Sondern ich habe das ohne dass ich das jetzt mir quasi angelernt habe oder so, das hat sich so ergeben, dass der Anspruch oder die Idee eine ganz andere war auf einmal. Nämlich, ich möchte rausgehen, meine Lieder spielen und ich möchte mal gucken, ob das, was mich jetzt auf einmal bei meiner eigenen Musik wieder selber so ein bisschen anfasst, was mich so berührt, so, ob das bei den Leuten auch so ist. Das transportiert. Und wenn das also für mich so der Optimalfall wäre gewesen, und das durfte ich dann manchmal auch haben, dass genau die Emotion, die ich beim Schreiben, beim Singen, beim Performen empfunden habe, dass die mir gespiegelt wurde vom Publikum, vielleicht nach dem Auftritt so am Merchstand oder so. Und da habe ich gemerkt, oh, alles klar, das ist neu. Also wirklich nicht, ja Mensch, machst ein Beat runter, dann könntest du sogar vielleicht im Radio laufen. Genau, verkaufe ich Felix Jähn. sondern es war wirklich dieses Gefühl von, oh du, dieser eine Song, da hast du ja so das und das und das hat mich so total bei mir daran erinnert, dass so und so war. Und ich dachte, okay, stimmt, darum geht's. Und dafür geht's für sie oder für ihn. Genau. In dem Moment. Für dich vielleicht was anderes, aber. Was anderes, aber darum geht es, Musik machen. Ja, genau. Also das ist so eigentlich das. Als ich zum ersten Mal mit 16 auf der Bühne stand, wollte ich, glaube ich, was anderes erreichen an Resonanz. Aber es war ähnlich, weil ich wollte so total entspricht tun. Und natürlich dann sollten die Mädchen aus meiner Klasse das toll finden. So. Ja. Aber in dem Moment mit 40 war es dann auf einmal so, dass ich sagte, okay, wenn ich jetzt ein bisschen was erzähle aus meinen letzten Jahren, das durchaus auch autobiografisch ist, was bei mir auch viel ist, und es kommt so an, wow, das fühlt sich gut an. So. Aber es fühlt sich gut an. Dann kam ja der erste Auftritt mit deinem eigenen Zeug. Mhm. Mit deiner Entscheidung, ich mache jetzt das. Ja. Mhm. Wie war der Auftritt? Also was hat das mit dir gemacht? Also jetzt gar nicht, ist ja gut gelaufen, schlecht gelaufen. Also was war das für ein Gefühl, das Zeug, was du dir jetzt, was dir so viel bedeutet, jetzt zu zeigen? Ja, es war so ein bisschen verrückt, weil ich habe vor diesem Auftritt, also im Zuge der Aufnahmen bin ich nochmal mit, oh Gott, das ist jetzt echt durcheinander, aber ich erzähle es trotzdem. Ja.
Ich habe viel mit ATB, ein guter Freund von mir, ja. DJ, immer Andreas noch weltweit, André Tanneberger, genau. Ja. Immer noch weltweit sehr erfolgreich. Ja. Wir haben damals eine Tournee in Amerika gespielt, ja. 6 Dates, alles ausverkauft, echt so tolle Läden, LA, New York, Chicago, ja. Und so. Nach 3 Minuten die Arme oben. Nee, genau, und da hab ich, ja. war ich als Sänger, weil ich eben auf seinen Platten auch häufig gesungen habe und geschrieben habe, war ich mal mit. Und es war eine andere Welt, aber es war auch natürlich eine tolle Erfahrung. In der Zeit habe ich allerdings meine ganz ruhigen, folkigen Songs geschrieben, habe sie auch im Studio aufgenommen und habe dann, als diese CD, die ich eigentlich nur so zu Weihnachten für meine Familie pressen wollte, habe eine 100er Auflage gemacht, habe ich diese Songs 3 Monate lang mit meinem Freund Henrik Böhl am Klavier, der diesen Weg mit mir so mitgegangen ist damals, eigentlich 3 Monate jeden Tag gespielt. Und zwar in der Backstube, das ist mein kleiner Musikraum, mein Studio, wo eine kleine Bühne drin ist, haben wir jeden Tag uns um 17 Uhr getroffen und bis 22 Uhr auf dieser Bühne gespielt. Haben uns angeguckt. Ohne Publikum. Es gibt davon keinen Facebook-Post, kein Instagram-Video, es gibt nichts davon. Es gibt kein Video davon, kein Foto. Wir haben 3 Monate lang einfach Musik gemacht. Wir haben immer nur gespielt. Aber nicht geprobt, sondern wir haben gespielt. Wir haben auch nicht gesagt, mach mal das da so anders, sondern wir haben gespielt, wollen wir nochmal und gucken uns beide an. Und hätten uns fast für verrückt erklären müssen, weil wir haben den Song auch jetzt gerade 13 Mal gespielt. Ja. Wollen wir ein 14. Mal spielen? Ja. Gucken uns an und sagen, ja. Und dann haben wir nochmal gespielt. Und es ging wirklich nicht darum, spiel mal irgendeinen Chord. Musst du den ja nicht lernen oder sonst was. Nee. Oder und arrangieren und so. Dadurch hat sich sowas eingeschliffen bei mir, dass ich nicht nervös war vor meinem ersten Auftritt, sondern dass ich einfach nur dachte, boah, hoffentlich kriege ich das hin, dass ich bei mir bleibe und nicht so den Poser da jetzt raus. Also die Liebe zu den Songs ist über die 3 Monate nicht gestorben, weil das so repetitiv war. Nee, ganz im Gegenteil. Es ist eher so gewesen, dass ich da dann erst gemerkt habe, okay, ich musste das mal machen, ich musste wirklich wieder Musik machen und nicht in 8 Taktern denken, in Logic, sondern ich musste einfach immer ein Lied von vorne bis hinten spielen. Und zwar, ich musste das fühlen. Das stimmt, ja. Und dann konnte ich auf die Bühne gehen und das Schlimmste, was mir passieren konnte, ist, dass ich oberflächlich bin zu mir selber auf der Bühne. Ja. Und das wäre das Schlimmste, was hätte passieren können. Verspiele hätte mich nicht interessiert. Ja, hätte ich gelacht und die Leute hätten auch gelacht und dann alles gut. Im Zweifel hätten sie es nicht mal gemerkt. Und der Auftritt war sehr, sehr gut, weil ich gemerkt habe, okay, alles klar, das möchte ich jetzt öfter machen. Und was du ja dann auch gemacht hast. Ja, genau. Jetzt trittst du mit deinem eigenen Zeug. Ich kann übrigens mal zeigen, ich darf hier mal kurz rübergreifen. Der Jan hat uns. War das die Platte? Nee, ist die dritte schon. Das ist schon die dritte. Sogar, Jan hat uns hier megamäßig 2 Kassetten mitgebracht. Und so viel darf ich verraten: Alle, die unter diesem Video kommentieren, haben eine Chance, eine von diesen beiden Kassetten zu gewinnen. Oh yeah. Streng limitiert. Ich glaube, es gibt sogar weltweit nur noch diese 2 Exemplare. Hey, ich glaube auch. Muss, ne? Also vielleicht irgendwo eine dritte noch, aber die ist verschollen. Schreibt fleißig Kommentare unter dieses Video, grüßt Jan, schreibt ihm, wie ihr seine Musik findet. Liked seinen Kanal vor allem auch, den verlinke ich mal hier oben. Und das ist ja ein ganz tolles Cover hier. Das heißt, du bist hier bei der dritten Platte jetzt schon angekommen. Ja. Du bist also mit deinem Zeug dann mehr oder weniger weiterhin unterwegs gewesen, erfolgreicher unterwegs gewesen. Jetzt spielst du ja unterschiedlichste Bühnen. Mhm. Du bist auf Festivaltour gewesen und hast unter anderem bei deinen Freunden von Fury in the Slaughterhouse dein ruhiges, eigentlich eher Kammermusik, ambiente Musik Zeugs gespielt vor einem sich gerade warm trinkenden Festivalpublikum in Feierlaune. Schon, ja, das war schon kurios zum Teil, ja. Konntest du da auch bei dir bleiben? Ist eine sehr gute Frage, weil ich drohte immer abzuschweifen, weil natürlich dann so zwischen Döner und Bierstand da natürlich auch schnell mal die Pferde mit mir durchgingen und die alten Strukturen des, so, die kriege ich schon. da habe ich auch dann mal gemacht. Also ist jetzt so, gut, auch nicht ja so, nicht, dass ich die ganze Zeit betreten auf der Bühne gucke, sondern es ist auch sehr häufig lustig auf der Bühne. Es wird auch mal laut und ich werde auch mal prollig oder zeig auch so eine lustige Seite von mir. obwohl der Song vielleicht manchmal ein bisschen trauriger ist. Nee, das hat sehr, sehr gut funktioniert, weil ich gesagt hatte, ich möchte einfach spielen. Und es ist mir wirklich also ein Geschenk, wo ich spielen darf. Dass dann Fury in the Slaughterhouse gesagt haben, pass auf, mach das mal mit uns auf der Tour. Kam ein bisschen daher. Ich hatte bei Wingenfelder, der Band von Thorsten Wingenfelder und Kai Wingenfelder, die beiden Brüdern aus der Fury Band, hatte ich eine ganze Tour supported, auch ganz alleine. Und das war, wir haben uns, ja, wir sind Freunde geworden. Ich habe dann mit der Band das Best of Unplugged Album von Fury habe ich mit der Band zusammen arrangiert und produziert.
Und haben sie mich mitgenommen. So, dann, also wir haben eh so viel mitgenommen, weil die dich so doof fanden oder was? Nein, werden doch deine Musik schon gemocht haben. Genau, nein. Ja. Ich glaube, das war, aber wir sind so zusammengewachsen und das war dann so ein ganz tolles Jahr. Und da in diesem Jahr 2017 ist auch diese Platte, Kassette rausgekommen und das war dann mittlerweile schon die dritte EP. Aber es war wirklich so, dass ich allen möglichen Leuten gesagt habe, ey, ich möchte spielen. So. Und ich habe natürlich weiter im Studio gearbeitet. Ich habe auch weiter für Werbung und für Film und TV Musik geschrieben. Ja da, genau, ja, und ich habe für andere Künstler geschrieben und Alben produziert. Aber ich konnte das mit mehr Freude tun auch oder mehr Passion, weil ich eben meine eigene Musik spielen konnte. Und die Herausforderung in Mönchengladbach im Hockeypark zu spielen, wo irgendwie 17.000 Leute reinpassen und mich da alleine vorher auf die Bühne zu stellen, das wollte ich mir einfach mal geben. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ja, das ist auf jeden Fall eine Erfahrung, auch da zu stehen. Ja, total. Auch dazu gibt es jede Menge Videos bei YouTube. Schaut ruhig mal rein. Sucht nach Jan Löchel und ihr werdet tolle Musik finden. So viel ist mal sicher. Jan, zum Abschluss, ich komme jetzt einfach mal zum Abschluss. Wir können wahrscheinlich noch Stunden, reden und vielleicht machen wir das einfach auch mal in der zweiten Rutsche. Ja. Zum Abschluss stelle ich immer eine Frage, die normalerweise, jetzt hast du ja gesagt, du produzierst auch, du hast Logic in- und auswendig von Anfang an gelernt. Stelle ich eine Frage, drei Plugins für die einsame Insel ist eine Frage, die ich immer am Ende des Tages stelle. Es rattert. Ja, es ist eine ganz schwere Aufgabe. Plugins meinst du aber jetzt reine, du meinst nicht Instruments, Nee, du meinst, kannst du dir aussuchen. Wenn du ein Instrument wichtig findest, dann auch das irgendwie. Einfach drei Sachen, mit denen du, wenn du auf der einsamen Insel wärst und da produzieren müsstest, auf die du auf keinen Fall verzichtet, entweder Instrumente oder aber auch Soundformer. Drei, ja, das kannst du auch, also Bundles gelten nicht. Bundle, ich wollte mich gerade sagen. Dann würde ich alles von Complete, alles von Native Instruments. Genau, dann würde ich meinen Complete Bundle nehmen. Ja. Nee, das ist schwierig. Dann, das ist. Ich breche es mal runter auf Recording. Also, ich nehme mich auf einer einsamen Insel mit einer Akustikgitarre auf. Dann brauche ich in jedem Fall. Brauche ich den Universal Audio Neve 1073 Preamp. Tolles Ding. Den brauche ich auf jeden Fall für Gesang und Gitarre. Wunderbar. Ich würde den Pultec Pro EQ gerne haben. So, jetzt kommt's. Ich brauche eigentlich einen Kompressor, aber ich würde auch eine Halbplatte noch gerne nehmen. Also die... Nee, dann... Der Kompressor, ach komm, Kompressor brauchen wir nicht. Ja, wenn du dann alleine Musik machst, brauchst du ja keinen Kompressor. Genau. Nee, dann nehme ich die neuen Capital Chambers von Universal Audio. Die ich mir vorgestern auch gegönnt habe und schon sehr gespannt bin, die das erste Mal anzuwenden. Ja. Wahnsinn. Ja, also der erste Klangeindruck war ganz groß. Also ja, es ist jetzt alles Universal Audio gewesen. Ich werde nicht gesponsert. Aber es ist kleine Anregung an die Kollegen von Universal Audio. Ich muss einfach sagen, das ist einmal dran gewöhnt, einmal zu lieben gelernt, das bleibt dann so. Das ist wohl so. Ja. Jan, vielen Dank. Ich es waren deutlich mehr als 30 Minuten, aber eine große Freude. Ja. Und wir freuen uns auf eure Kommentare unter dem Video. Vergesst nicht, bei Jan auf dem Kanal vorbeizugucken. Oh ja, der wird unten auf jeden Fall in der Videobeschreibung nochmal drinstehen. Und ich schreibe ihn, glaube ich, auch nochmal in die Kommentare rein, damit jeder ihn findet. Und wir sehen uns die Tage wieder zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Bis dahin, macht's gut. Yassas.